Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe Sprite Seeing. Da ist ja der kleine Bär da oben mit Rule of Rose. Ey, guck mal, so sieht er klein aus, aber von der anderen Perspektive, weil die Kamera direkt rübergelegt wurde, dachte ich, der ist jetzt riesig groß hier im Raum. Nein, nein, das war ein Irrtum. Uns wurde aufgetragen, es ist Schlafenszeit. Und wir gucken mal unter die Decke, was denn da los ist. Aha. Das Hemd eines Jungen, Schuhe und Hosen sind vorsichtig auf das Bett aufgereiht. Dieser Typ, der mit der Knarre am Kopf da drauf war, hat, glaube ich, uns Joshua genannt. Warum haben wir für irgendeinen Grund? Aus irgendeinem Grund fühlt Jennifer auf einmal einen Schmerz in ihrer Brust, wo sie diese Sachen sieht. Okay. Und da war ein Bündel von Briefen unter der Bettdecke oder unter der Decke versteckt. 10. November. An Mr. Joshua, dem Bären in Not. Mein Name ist Wendy. Ich schaue mir sie immer vom Himmel aus an. Mr. Joshua, warum sind Sie da unten gefangen? 27. November. Vom W2J von Wendy an Joshua. Mein Prinz, der gerettet werden muss. Es war eine Freude, Sie zu treffen, mein lieber Prinz. Was für ein wundervolles Treffen. Ja, ich wünschte, da wäre eine Welt nur für uns beide, den Prinz und die Prinzessin. Keine Angst, ich werde Sie befreien. Ich bleibe ja jetzt nochmal ein bisschen formaler. 9. Januar, wieder von Wendy zu Joshua. Oh, mein armer, gütiger Prinz. Du bist beunruhigt, weil dieser Mann manchmal ein bisschen verrückt ausschaut, ja? Na, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wo er dieses grausige Ding versteckt. Also lass uns gemeinsam weglaufen. Du kannst da mir alles überlassen. Alles wird in Ordnung sein. Okay, das grausige Ding ist wahrscheinlich die Pistole, schätze ich mal, ne? 20. Januar, mein Prinz. Mach dir keine Sorgen. Ich mache alles für dich. Nur schwöre deine Liebe zu mir. Das ist alles, wonach ich bitte. 27. Januar. Ich danke dir, mein ewiger Prinz. Morgen Nacht werde ich unsere Ketten öffnen. Lass uns für immer zusammen leben. In immerwährender Liebe bin ich dein. Okay. Nee, Wendy ist das aber. Also, und das ist das Versprechen. Aber ich bin ja nicht Wendy, ich bin Jennifer. Wie kann es denn das Versprechen sein, was ich vergessen habe? Oder hieß sie früher Wendy? Ich verstehe das nicht. We do not get. Was ist hier? Eine Zeitung. 23. Juni 1929. Oh, ein Luxusluftschiff wird vermisst. Englands größtes Luxusluftschiff, welches gerade auf seinem Jungfernflug gewesen ist. Ein Flug, der überall im Lande mit viel Tamtam gefeiert wurde. Scheint aber vom Kurs abgekommen zu sein und wird gerade vermisst. Es wird spekuliert, dass das Fluggefährt von seinem Kurs abgekommen ist, um ein Tief, das aus dem Süden kommt, zu umgehen. Aber wo es gerade ist, ist noch unbekannt. Wegen des schweren Donners und Regens sieht sich die Suche nach dem Luftschiff jede Menge Schwierigkeiten ausgesetzt. Okay. Hier kann man sich ja echt viel angucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, guck mal, der Bär ist ja nicht umsonst. Achso, den Brief hatten wir schon gelesen. Der Bär ist ja nicht umsonst dort. Und ich konnte jetzt das Ding auch nicht aufmachen, aber wenn ich den Schrank bewege, wackelt er. So verdächtig, ne? Guck mal, wie verdächtig er wackelt. Komm, ey. Kommst du wohl runter? Da ist ein Foto über dem Bett, ne? Nee. Das Foto kann ich mir nicht angucken, okay. Ich glaube, ich habe hier alles gesehen, was ich wohl sehen kann. Ich gehe mal raus. Es geht nicht, es ist abgeschlossen. Ach du Schande. Die Kiste hier hinten? Nein. Ist wieder das Bett. Okay, und da sind schon wieder die Briefe. Ah, was kann ich denn hier noch anklicken? Dieses runde Ding.
Dieses nicht runde Ding. Diese Tür, die habe ich schon probiert. Ich kann auch nicht hauen. Ich weiß nicht, wie man den Bär da runterkriegt. Habe ich denn noch was an Items? Die Sachen, die ich schon beim letzten Mal hatte, ne? Fischköpfe und den Rest. Das Bett vielleicht schieben. Ah, okay. Nochmal den Schrank angehen und dann fällt der Bär runter. Jennifer hat den Teddybären gefunden. Ein wirklich zauberhafter kleiner Teddybär mit einem grünen... Ah, mit einem grünen Band. Da habe ich doch solche Ribbons gefunden, doch vor einiger Zeit. Um seinen Nacken. Ah. Und gerade in diesem Moment fand das gefangene, unglückliche Mädchen eine sanfte Stimme. Vernahm es. Ah. Ich kam so, wie ich es versprochen habe. Es scheint so, als ob er hingegangen ist. Bleib bitte dort, ich helfe dir da raus. Ach, das ist Wendy. Aha. Und sie hat ihrem Prinzen versprochen, dass er sich hier rausholt. Bin ich Wendy, als ich jünger war? Nein, ich bin Jennifer. Okay, hörst du mir raus? Kann ich jetzt den Schrank aufmachen? Nee, es hat gereicht, dass er runtergewackelt ist. Ja, komm, Wendy. Ich warte. Kann mich hier nur die Sachen noch x-mal angucken. Ach, oder ich, mach denn den Bär. Use. Nix passiert. An der Tür. Benutzen. Also Wendy sagte, sie ist gleich da. Es ist immer so schwierig. Soll ich jetzt hier wirklich warten? Ach doch. Ich dachte, ich muss also irgendwas triggern, aber... Jennifer, ich habe die Tür aufgemacht. Okay, sie weiß also, dass ich da bin. Ich halte Ausschau, also komm bitte gleich raus. Alright? Dann machen wir das mal. Ich hoffe nicht, dass ich gegen die Menschen dort kämpfen muss, aber bisher hat man ja nur gegen Monster gekämpft. Hey Wendy, wo bist du? Wo bist du denn? Hallo? Wendy, du, die sich verliebt hat, da bist du ja. Hallo. So. Könnte ich sein, ne? Lass uns weglaufen, bevor der Mann zurückkommt. Also wenn das eine junge Ausgabe von mir sein soll. Guck mal, die Haare und so. Wer weiß. Bevor wir gehen, sollten wir aber dieses gefährliche Ding finden und es mit uns nehmen. Es ist zu seinem eigenen Gut. Okay. Pistole meint sie bestimmt. Ja, aber... Ach, Wendy, wo bist du denn langgelaufen? Die Richtung. Oh Gott. Nee, andere Richtung. Ey, Kamera, ich hasse dich. Okay. Da war wohl nichts anderes übrig, außer mal zu gucken. Oh, das ist der. Der ganze Mal da. Da ist sie ja. Mir geht es gut. Wollen wir los? Ach, sie hat's gefunden. Pistole aus der Study. Books, Bücher, Tinte, Zigaretten sind einige Sachen auf dem Tisch unsortiert, zusammen mit einem Bilderrahmen. Oh, da. Es ist ausgebleicht, aber das Bild gehört einer glücklichen Familie. Habe ich es mitgenommen? Nee. Ach, und hinten der Hinterhof schaute aus, als ob er einfach, ja, statt umgepflügt wurde er einfach umgedotzt, sozusagen. Na gut, dann gehen wir raus. Ich frage mich, waren diese ganzen Männer, die wir in den Räumen gesehen haben, waren das andere Männer? Oder war das alles der alte Fuzzi? Was ist eigentlich mit Joshua? Gehen wir raus? Da, Wendy. Wegläuft sie. Oh! Joshua, er wird gesucht.
Ich save erstmal ab. So. Ich save erstmal ab, aber dann gehe ich einmal kurz, nicht direkt zu Wendy, die hier rausgelaufen ist, sondern einmal zu dem Typen. Mal zu sehen, was passiert. Nehmen wir mal den Save. Mal gucken, was passiert. Hoffe nichts Schlimmes. Aber bisher ist es ja ein recht gechilltes Kapitel. Also hier hat er gesucht, ne? Nach Joshua. Da. Oh Gott, jetzt habe ich doch Angst. Gute Nacht. Er hat mich wieder eingesperrt, ne? Dieses Schwein. Jetzt hat er gemerkt, dass ich da rausgekommen bin. Muss mich Wendy wieder befreien oder ist jetzt Game Over oder sowas angesagt? Ich bin wieder hier unten. Okay. Es ist wieder abgeschlossen. Okay. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Und hier der Rest ist immer noch wie er ist, aber den Bär habe ich schon längst geholt, ne? Ich habe ihn hier noch in meinem Inventory. Ja. Use. Nichts passiert. Hallo? Ich wollte doch nur gucken, was passiert. Ja, ich kann jetzt darauf warten, dass. Ah. Da, Tür ist wieder offen. Jennifer, ich habe die Tür aufgemacht. Ah, triff mich im Rosengarten und sei bitte vorsichtig, dass du nicht gefangen wirst, okay? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe mich absichtlich fangen lassen. Okay, also. Dann Rosengarten geht ja easy. Bloß nicht fangen lassen, während der Mann nach Joshua sucht. Oh. Ah, warte mal, um meine Theorie weiterzuspinnen vom letzten Mal. Also, Jennifer ist eigentlich Wendy. Ja. Und Joshua ist eines dieser entführten Kinder, das bei diesem Mann dann gelebt hat. Und Wendy hat sich dann in Joshua verliebt und hat ihm aus seinem Gefängnis hier rausgeholfen. Aber dann ist er ins Wasser gefallen und gestorben. Und Wendy hat eine Amnesie und ist dann zu Jennifer geworden, die jetzt in einem Irrenhaus steckt und das alles, was sie hier sieht, zusammenfantasiert. Oder nee, nee, sie steckt nicht im Irrenhaus, sondern sie hat ihr eigenes geschlossenes Zimmer in dem Waisenhaus, wo keiner mehr hin darf, weil sie verrückt spielt und sich alles so vorstellt. Okay, ich bin so froh. Und die sehen sich schon ein bisschen ähnlich, ne? Oder? Jetzt können wir für immer zusammen sein. Aber ich bin doch nicht Joshua. Ich bin Jennifer. Sag mal, ich habe eine Bitte, um die ich dich bitten muss. Wirst du den Teddy gegen meine Brosche tauschen? Ja. Ich habe nicht mal ja gesagt, aber wir machen es einfach. Hier ist meine Brosche. Ach, die ist ja hübsch. Haha, ich bin so glücklich. Wir sollten ihm einen Namen geben. Renfield, du Arschloch. Joshua. Ja, das wird bestimmt für keine Verwirrung sorgen. Da bin ich mir absolut sicher, dass da nichts durcheinander kommt. Ja, okay, nehmen wir ihn Joshua. Joshua, das ist ein wundervoller Name. Ich sage ja hier, also Jennifer sagt hier natürlich nichts während des Spiels. Die anderen legen ihr die Worte ja in den Mund. Ich werde ihn so ehren und lieb haben, so wie ich dich geehrt und geliebt habe. Also lass uns unseren Pakt erneuern. Okay. In ewig währender wahrer Liebe bin ich dein.
Okay. Und da habe ich mir ewig währende Liebe mit einem kleinen Mädel geschworen. Rein im Spiel natürlich. Ich behalte mal den Spielstand zur Sicherheit. Vielleicht müssen wir irgendwie zu dem Kapitel mal zurück. Dann geht alles den Bach runter. Gingerbread Rag Princess ist jetzt angesagt. Okay. Ach, eine Hand. Wer hat mich da liebkost? Bist du es, Joshua? Du sollst zurückgehen und mit Amanda abhängen, da wo du hingehörst. Alter, das ist sehr irritierend. Oder ist Jennifer weder Joshua noch Wendy, sondern ein Geist, der zwischen den Welten wandelt? Ach nee, ich habe doch die Schaufel. Oh, ich konnte die Schaufel also mitnehmen. Aus meinem Abenteuer. Der Hundemann ist aber immer noch nicht bei mir. Das finde ich immer noch sehr traurig. Bei dem Zwischenkapitel war es ja noch okay, aber das macht mich jetzt echt traurig. Oktober 1930. Die Lumpenprinzessin näht. Oh, guck mal. Die nähende Lumpenprinzessin. Oh nein. Jetzt wurde der Bär durchgenäht. Voll auf die Naht. Oh. Was wird verlangt? Alter, das ist ja ein kompletter Roman. Dies ist ein Notfall. Joshua, der Bär, wird vermisst. Ja? Suchteams sind schon unterwegs. Die Person, die ihn findet, wird einen roten Wachsmalstift bekommen und eingeladen in den Aristokratenclub. Unterschrieben, die roten Wachsmalkreide, Aristokraten. Okay. Ah! Da ist er ja. Browner. Hundemann, ich hab dich vermisst. Ach, ich hab dich lieb. Mein Hundemann. Der Joshua, der Bär wird vermisst. Habe ich in den. Ach nee, ich hab die. Ah, aber ich hab die Brosche. Doch. Nur, wo ist sie? Ich hab sie doch nicht mehr. Was sagt denn die Hierarchie eigentlich? Bin ich denn immer noch? Wahrscheinlich bin ich nicht oder noch nicht in die hohe Klasse aufgestiegen. Der Elite, des Adels. Ich bin immer noch, okay, ich bin immer noch dreckig. Und Amanda ist immer noch miserabel. Miserabler Abschaum. Bottom Bitch Baby. Aber wir sind eigentlich beides die Bottom Bitches. Okay, wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um, ob ein paar der Mädels rumstehen, aber ich glaube eher nicht. Ne? Weil sie sind ja auf der Suche nach Joshua, dem Teddybären. Als wir die Tür geöffnet haben, wurden wir von einem wundervollen Geruch begrüßt, okay? Ja, es war der frische Duft des ersten Schnee des Winters. Ach, ein kalter und scharfer Geruch lag im Raum. Okay, das finde ich merkwürdig. Das ist eigentlich unser Safe-Raum hier. Wieso riecht es hier denn nach Winter? Ja. Wir verteilen einmal um. So. Das Hackeball behalten wir aber. Steelpipe gehen wir mal zurück. Dieses Ding hatte ich mal gefunden, Spring, aber das hat nichts gebracht. Den Fischkorb können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Obwohl, warte mal. Pack das auch mal zurück, dass wir mal ein bisschen hier sortieren können. Food habe ich natürlich nichts. Equip würde ich den Meat Cleaver gerne mitnehmen. Da habe ich zumindest ein kleines Equipment-Item. Den Hund habe ich nichts. Schlüssel brauchen wir nicht. Ich lasse mal die Karte weg. Warte mal hier. Wir haben noch viele Marbles und. Ah, ich soll zumindest. Ich nehme mal ein Ribbon mit. Einfach, um dann den Hund danach suchen zu lassen. Der Rest ist alles so optional. Ich guck mal, brauche ich denn die Karte dabei haben für die Luftschiffkarte? Okay, ich brauche sie gar nicht immer mit mir tragen. So ein Schwachsinn. Müssen wir vielleicht nochmal rausfinden, wo der kalte Wind herkommt. Gib mir mal einen Hinweis. Wenn mich die Erinnerung nicht trübt, musst du die wertvolle Puppe finden.
Warum jemand sie stehlen sollte, das weiß niemand. Treffe dich mit der kleinherzigen Prinzessin, das ist dein einziger Hinweis. Okay, aha. Und der Junge sagte ja auch, treff dich mal mit Amanda, da wo du hingehörst. Und das ist ja die kleinherzige Prinzessin. Kleines Herz, großer Bauchumfang. Gucken wir mal kurz hier oben, wo könnte denn der Wind durchgucken? Hier, am Telefon? Nee, tut er nicht, ne? Ah gut, dann speichern wir mal hier ab. Oh Gott, es wackelt. Wir speichern ab. Und ja, save early, save offen. Beenden das Bright Seeing heute mal an dieser Stelle. Ich war der Gregor, ich sage ciao, ciao und bye bye, bis zum nächsten Mal.